Ja, liebe Zuschauer, und jetzt schauen wir uns mal das Nachtleben an, von der Straße, von unserem Auto aus an. Ja, der alte Mann musste erst mal aus dem Dach aussteigen. So, jetzt kann es losgehen. Eine größere Hotelanlage. Das sieht toll aus. Die hatten übrigens Notstromaggregate an, die hörte man, die Dieselmotoren. Ja, hier sind die einzelnen Bars, aber die werden erst heute Abend besucht nach dem Essen. Ja, ihr könnt sehen, hier ist einiges zu tun. Ich kann ja voll draufhalten, rechts und links ist einiges. Ja, überall sind Menschen, obwohl, wie ich gehört habe, sind normalerweise zu dieser Zeit mehr Touristen auf der Insel. Wir sind ja jetzt fast am Ende von Januar, ich glaube heute haben wir den 21. Und ich glaube, hier sind wir aus dem ersten Teilbereich raus vom Strand. Aber wie gesagt, ich werde das gleich mal einblenden, wo wir uns genau aufhalten. Ja, hier ist tote Hose. Ganz einfach. Hier sind wir an der Walking Street. Und hier sieht man, ach, da ist ja auch ein Pool. Da ist ein Pool. Ja. Hier sind also schon mehr Geschäfte offen. Ach, schlechte Erinnerung. Hier war ich beim Friseur. 250 Baht hat die sich gefragt. Die war total unfreundlich. Am liebsten wäre ich ja gegangen.
Ja, jetzt müsste das auch hier irgendwo sein, wo die Elefanten stehen. Ja, wie gesagt, die Restaurants sind auf. Ich freue mich schon darauf, gleich nach Hause zu kommen, denn mein Schatzi hat mir versprochen, ein leckeres Steak zu machen. Nach wochenlangem Thai-Essen habe ich mir ein Steak gewünscht. Da waren wir heute noch in der Makro. Die haben ein super Fleischangebot. Und da haben wir ein schönes, leckeres, dickes Steak geholt. Ja, ich war da gerade falsch. Da sind gar nicht die Elefanten gewesen. Die kommen jetzt in der nächsten Kurve. Ich muss jetzt mal an den Piloten sagen, er soll nicht so schnell fahren. Mrs., not too quick, please. Ja, hier haben wir auch die Tankstelle. Da seht ihr auch den Spritpreis. Hahaha, ha, ha. Ihr bezahlt mehr in Europa. Wir bezahlen noch immer 1 Euro oder darunter für einen Dieselpreis. Da ist nichts los. So, jetzt kommen wir zu unserem Bereich, wo wir wohnen. Okay, Darling. You are super. Ja, schöne Restaurants, Massagesalons und die Hähnchen werden schon gegrillt und warten auf euch. Viking, ach ja, hier war ich auch zur Massage, super freundlich. Pizza. Also Pizza gibt es hier einige, habe ich jetzt gesehen. Die Italiener sind wohl ausgewandert. Ja. Hier Souvenirs überall. Wieder ein Italiener. Ist wohl die ganze Familie ausgewandert. Ja, und da kommen wir ja schon, oder wir sind schon in dem Ort, wo wir wohnen. Ich sehe da hinten schon die Einfahrt. Wir haben hier rechts und links alle 7-Eleven. Wir haben Thai Food, Italiener. Ja, da ist unser, unser Hotel oder Resort. Da ist der Tempel, wo ich in einem Video das gezeigt habe. Und wir müssen jetzt hier in die schmale Gasse rein. Da hinten ist das 7-Eleven, wo ich gerade von gesprochen habe. Ja, und hier geht es jetzt bei uns rein. Ist nicht gerade 5 Sterne. Oh, aber wenn man für einen Monat sowas mietet, da sind die Häuser. Da ist alles dunkel. Ja. 7 Rooms and Green Tree House heißt das hier. Ja, liebe Zuschauer, ich möchte mich bei meiner geliebten Frau bedanken. Thank you, you was very kindly with me. Nämlich ab und zu hat es ziemlich geruckelt da draußen. So, jetzt habt ihr einen kleinen Überblick bekommen, was alles geöffnet ist hier auf Koh Chang. Und vielleicht sehen wir uns hier mal. Danke, everybody. Hope you like the video. We do the best we can. Tschüss. Bye. Tschüss.